Das hier ist die 86er Spieler des Monats Karte von Harry Maguire und ich habe die SBC natürlich für euch abgeschlossen, Freunde. Ihr wollt ja schließlich den GOAT sehen. Boah, Harry Maguire kommt in die Startelf und weil der Kollege selber ein bisschen ein Meme ist, werden seine restlichen 10 Mitspieler heute auch über das Meme-Glücksrad bestimmt. Und außerdem wird der GOAT nicht in der Innenverteidigung spielen, für ihn geht's heute vor ins Sturmzentrum. Wir starten jetzt aber rein mit dem Torhüter, der den Kasten von Maguire's Dream Team später sauber halten soll. Und da fängt's schon richtig gut an, denn auf dem Glücksrad sind einige sehr, sehr lustige Memes drauf. Zum Beispiel das hier vom Mainz-Torwart Robin Zentner. Ihr wisst schon, der Kollege, der damals gedacht hat, der Elfmeterpunkt sei der Ball und dann ein wunderschönes Luftloch geschlagen hat. Der legendäre Reklamierarm von Manuel Neuer, der darf natürlich auch nicht fehlen. Und auch Olivier Giroud ist am Start. Der Kerl, der als Stürmer ja diese Saison bei Milan schon im Tor gestanden ist. Jetzt bleibt natürlich noch die wichtige Frage, kann es Olivier Giroud auch am Glücksrad oder geht's hier in die deutsche Ecke? Das geht auf Robin Zentner. Gut, dann geht der Kollege als erstes ins Team und hoffentlich haut er später kein Luftloch. Aber wir hätten es am Glücksrad auch noch schlecht erwischen können. Ein bisschen weiter und es wäre auf Florius Karius gelandet. Und warum der auf dem Glücksrad drauf ist, das brauche ich euch leider ja nicht zu erzählen. Auch am Rechtsverteidiger-Glücksrad habe ich wieder Fußball-Memes und lustige Clips für euch zusammengesucht. Zum Beispiel von Ashraf Hakimi mit seinem Pinguin-Tanz hier. Der ist so legendär, da muss ich echt jedes Mal lachen. Natürlich habe ich auch noch Schalke-Goat Henning Matriciani im Angebot. 50% Mario Basler-Lookalike. 50% Schalke-Legende einfach, der Kerl. Mal schauen, wir werfen das Glücksrad an. Vielleicht entscheidet es sich ja für einen dieser zwei Spieler. Das wird sogar noch besser. Die beste Karte der Auswahl, Trent Alexander-Arnold. Und es geht um einen legendären Eckball von Trent Alexander-Arnold. Und nee, für die, die jetzt glauben, es war dieser legendäre Corner-Taken-Quickly-Origi-Eckball, da muss ich euch enttäuschen. Nee, Freunde, aber guck mal, was der Kerl im Spiel gegen Sheffield United hier gemacht hat. Schönes Maucher-Dekolleté gezeigt. Oh, das war ein Fehler bei der Bekleidung. Aber das Ding ist, er hat danach sogar einen Assist gespielt. Oder sollte man das in dem Fall anders betonen? Er hat einen Assist gespielt. Versteht ihr wegen? Hinter... Oh Gott. Ja, und sogar die Karte von Trent Alexander-Arnold zeigt mir, Fabi, sei einfach mal leise und pack mich einfach ins Team. Aber schade, dass Danny da Costa nicht dran gekommen ist, denn der hätte so ein legendäres Interview, wo er sich die Antworten damals selber gegeben hat. Wir schauen mal kurz rein. Ich kann die Fragen und Antworten selber geben. Also bin ich froh, dass wir eine Runde weiter sind. Ja. Finde ich es cool, dass die Fans uns so da unterstützen. Ja, finde ich auch sehr cool. Geht jetzt der Fokus schon Sonntag? Ja, ebenso. Wir haben ein schweres Spiel mit Schalke. Schweres Spiel mit Schalke, okay, da sind wir raus. Aber was ein legendäres Interview. Daumen hoch dafür, Danny. Und über den Daumen hoch würde ich mich jetzt auch beim Linksverteidiger freuen. Und die Auswahl der Spieler dort ist zwar nicht kacke, aber es ist ein Spieler dabei, dem mal ein Vogel in den Mund gekackt hat. Ashley Young. Der hatte dieses Vergnügen damals bei Man United. Und das Ding ist, Freunde, man sieht natürlich einfach, dass es Vogelkacke ist. Und Ashley Young sagt aber bis heute, dass das keine Vogelkacke war. Aber was war es dann? Wir werden es nie wissen. Was wir aber gleich wissen werden, ist, welcher Spieler unser Linksverteidiger wird. Geht's auf Philipp Lahmski? Nein, knapp drüber. Auf meinen österreichischen Bruder David Alaba. Und Alaba ist einfach ein lustiges Kerlchen. So zum Beispiel hat er meine Geldstrafe für den ÖFB-Präsidenten gefordert. Wir wollen als Mannschaft auflaufen und das kostet, Herr Präsident. So schaut's aus. Boom. Rein ins Team, David. Und nach den ersten Spielern muss ich sagen, das Team sieht bisher richtig nice aus. Aber das muss es auch, Freunde. Denn am Ende des Videos muss Harry Maguire's Dream Team noch in einem alles entscheidenden Spiel bestehen. Und der Einsatz für das Maguire Meme Team und mich ist dort hoch. Denn sollte ich das Spiel verlieren, muss ich am Ende Center Shocks gemischt mit Ketchup essen. Uah. Das will ich auf gar keinen Fall tun. Wir gehen weiter zu den Innenverteidigern und starten mit dem linken Innenverteidiger. Und auch hier sind wieder einige sehr, sehr lustige Spieler vertreten. Maxence Lacroix zum Beispiel. Der Kerl, der 50% Fußballprofi und 50% TikTok-Dancer ist. Und außerdem sind auch wieder einige deutsche Spieler drauf dieses Mal. Zum Beispiel Niklas Süle, der den Weltrekord für die meisten Bundesliga-Eigentore in einer Saison hält. Ja, das ist einfach nur lustig. Oder natürlich Antonio Rüdiger mit einem absoluten Klassiker und diesem Laufstil gegen Japan damals. Aber wählt das Glücksrad auch einen dieser Spieler beim ersten Spin hier gleich aus? Antwort nein, es wird Samuel Umtiti. Denn der hat bei der WM 2018 gegen Belgien dieses Tor hier erzielt und danach diesen Jubel hier rausgehauen. Jo, guckt euch das mal an. Das ist der kälteste Jubel aller Zeiten. Was ist das für ein Gang, Freunde? Hin, aber wenn man den noch mixen würde mit Rüdigers Laufstil, okay, das wäre komplett wild. Aber boom, seine 86er Thunderstruck-Karte schmeckt da richtig gut hinten drin. Jetzt einfach gucken, dass der zweite Innenverteidiger noch genauso gönnt. Auch hierfür drehen wir nochmal das Innenverteidiger-Glücksrad. Wir könnten also Rüdiger oder Süle immer noch bekommen, aber nein, es wird Italiano Giorgio Chiellini.
Und der hat nicht nur Meme-Status wegen der zahlreichen Memes, die damals nach dem EM-Finale entstanden sind, wo er Bukayo Saka am Shirt gezogen hat, sondern auch wegen diesem legendären Clip mit Paulo Dybala. Und für alle, die den Clip nicht kennen, Dybala, warum guckt der so verschreckt? Ganz einfach, guck mal, was Chiellini macht. Was macht der Kerl mit seiner Zunge? Nochmal, und Dybala kommt gar nicht klar. Aber come on, der Altmeister kommt bei mir in die Mannschaft. Und ich will euch nicht spoilern, Freunde, aber ihr werdet in diesem Video noch so viel zu lachen haben. Wir werden Icons ins Team bekommen. Aber vor allem ultra lustige Memes gemeinsam angucken. Super. Und wir gehen eine Etage hoch ins Mittelfeld und starten mit dem rechten zentralen Mittelfeldspieler. Und dieses Mal besprechen wir die Memes nicht davor, sondern lassen uns bei der ersten Drehung einfach überraschen, was da so auf uns zukommt. Und es kommt direkt mal Comedy Gold auf uns zu. Leon Goretzka, Freunde. Ja, das ist richtig. Ja, ist, glaube ich, selbst erklären. Brauche ich nicht mehr viel zu sagen. Leon Goretzka, nur 80er plus Stats. Die Karte ist eine absolute Wucht. Ja. Gut, dann gehen wir direkt rüber zum linken ZM. Beim ersten Versuch hat das mit dem Glücksrad gut funktioniert. Wir drehen es direkt nochmal und gucken erst danach aufs Ergebnis. Und hallo, hallo, wir gehen zu den Icons. Steven Gerrard, Freunde. Und für alle, die diesen Meme nicht kennen, das ist DVG. Hört genau hin, was er gesagt hat. Hier steht's nochmal. This does not effing slip now. Die Tabellenführung. Sie hätten da die Chance, Chance gehabt, Meister zu werden. Dann kommt dieser Ball und er rutscht aus. Er rutscht aus und es ist Dembaba vom FC Chelsea, der das Tor reinmacht. Und ihr seht's am Spielerprofil von Steven Gerrard, Freunde. Der wurde nie englischer Meister. Das ist so bitter. Aber ich beschwer mich nicht, denn er ist ein Meme und für unser Team ist das gut, denn wir bekommen eine 88er Icon ins zentrale Mittelfeld. Und von dort springen wir jetzt den kurzen Weg weiter zum linken Mittelfeldspieler. Und da war es ehrlich gesagt gar nicht so einfach, wirkliche Meme-Spieler zu finden. Klar, Neymar, der immer seine Schwalben macht und am Boden rumrollt. Oder Phil Foden, der mal ausgesehen hat wie Eminem. Aber das war's dann auch schon. Das war's zumindest mit den offensichtlichen Memes. Wir drehen jetzt mal das Glücksrad, gucken, worauf es landet. Und dann werde ich euch das noch erklären. Und es wird Sadio Mané. Oh Gott. Und bei ihm geht's natürlich um die Geschichte beim FC Bayern, als er Leroy Sané geschlagen hat. Genauer gesagt, um dieses YouTube-Short hier. Guckt euch allein schon mal das Vorschaubild an. Let's go, wir genießen das jetzt. Thomas Müller steht hier als erstes mal da und flext nochmal schön die Muckis an. Das wird noch wichtig. Sadio Mané, kommt rein. Leroy Sané auch. Was passiert? Der denkt sich so, ich laber den einfach mal voll. Sadio Mané, gar keinen Bock auf ihn. Thomas Müller sitzt neben dem 2-8, guckt mal auf seine Nägel, macht sich eine kleine Maniküre. Junge, ist das geil. Sadio Mané, gar keinen Bock, knockt ihn komplett aus dem Leben. Alter Schwede, also der Kollege hat ein Abo verdient, checkt den gerne mal ab und natürlich hier auch ein Like. Digga, das hat mich richtig abgeholt. Sadio Mané geht rein ins linke Mittelfeld. Und wo wir vorhin gerade schon bei Abos waren, wir haben auf diesem Kanal schon über 20.000 Abonnenten. Schaffen wir vielleicht, wie auf dem Hauptkanal, die 100k? Lasst gerne ein Abo auf Ehrenbasis da, wird mich übel freuen, Freunde. Dafür mache ich direkt weiter für euch mit dem rechten Mittelfeldspieler. Und auch dieses Glücksrad wird euch den ein oder anderen Lacher raushauen. Zum Beispiel bei Xherdan Shaqiri, der einfach aussieht, als wäre er knapp einen Meter groß. Oder David Neres, der einfach seiner Freundin damals geschrieben hat, ich bin David Neres, wollen wir uns treffen? Und es hat einfach funktioniert. Das muss man erstmal realisieren. Aber ich bin gespannt, was hat das Glücksrad mit uns vor? Alicia Lehmann wäre zum Beispiel auch noch oben, aber es wird... Oh, wir drehen uns im Kreis, wir haben Anthony. Und natürlich, es geht natürlich um diesen legendären Kreisel von Anthony. Das Meme muss jeder von euch kennen. Guckt euch das an, der dreht hier seine Kreisel. Es ist einfach viel zu gut. Er dreht hier sein. Am Jahrmarkt noch seine Kreisel auf den... Es wird immer besser, Freunde. Und das Beste ist noch, danach hat er sogar noch einen Fehlpass gespielt und wurde ausgewechselt. Aber schade, dass nicht Shaqiri wurde. Dieses Shaqiri-Meme will ich euch auch nicht vorenthalten. Dieser White Walk. Guckt ihn euch an. Der Kerl ist so eine Maschine. Ich kann nicht mehr. Aber das Glücksrad sagt, Anthony ist unser Mann fürs rechte Mittelfeld und der spielt ja auch wie Maguire bei Manchester United. Wir springen jetzt aber zum Stürmer-Glücksrad. Darauf ist zum Beispiel Robert Lewandowski. Auch der ist durch TikTok-Tänze bekannt geworden. Danach noch Cristiano Ronaldo mit seinem bekannten Sü. Als Meme natürlich. Aber ich hätte für euch auch hier diesen Baby-Erling Haaland am Start, der zu seinem eigenen Song... Es ist schon wieder kriminell gut. Aber wir müssen erstmal das Glücksrad drehen und das Glücksrad hat was ganz anderes mit uns vor. Es wird Simon Terodde. Das muss man erstmal realisieren. Da muss ich wieder nicht viel erklären. Bam, Simon Terodde ist der Stürmer an der Seite von Harry Maguire. Das hier ist Harry Maguires Dreamteam, das wirklich gut aussieht, aber jetzt geht's darum, Ketchup
mit Center-Shocks im Entscheidungsspiel zu verhindern. Oh, Freunde, das gegnerische Team ist nicht schlecht, aber der sieht schlagbar aus für uns. Und der erste Ball wird durchgesteckt auf Harry Maguire. 5 Minuten gespielt, wir führen mit 1-0. Und wisst ihr was, Freunde, ich bin voller Selbstvertrauen und mache die Challenge noch schwerer. Harry Maguire muss zumindest einen Hattrick erzielen, sonst muss ich trotzdem eine Bestrafung machen. Oh, das war vielleicht zu überheblich, denn der Gegner ist durch, aber was ein Save von Zentner, Junge. Jetzt aufpassen beim Freistoß, nee, der wird geblockt. Oh, der Ball kommt zu ihm, Zentner hat ihn. Ja, und den Nachschuss macht Kammerwinger rein. Aber alles gut, wir haben schon wieder den nächsten Angriff. Aber wo ist Harry Maguire? Da ist nicht Harry Maguire, das ist Anthony. Ah, oh, muss ich machen. Terode, aber der ist ganz frei durch. Da muss es eben der Simon re... Aber wie kann er den nicht machen? Was war das von Anthony? Terode, da drüben ist er ganz frei. Harry Maguire, bleib ruhig, Junge, bleib ruhig. Oh, wie kann er den verkacken? Aufpassen, Freunde. Haaland beim Gegner durch. Zentner, du Maschine im Tor. Jetzt aber time to shine, Harry. Du bist ganz frei durch. Aber er muss es halt selber machen. Er muss... Aber Ball ist noch heiß. Terode dieses Mal auf Maguire. Jetzt aber in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Das zweite Golazo. Gerard, guter Ball auf Terode. Der ist frei durch. Kann er ruhig bleiben und den hier rüberspielen? Oh, da fast auf Maguire. Das wäre der Hattrick gewesen. Aber wir kommen schon wieder. Nächster Angriff über Anthony. Der macht seine Skills. Spielt den Ball auf Maguire und der macht's mit dem Skillshot. Das ist ein unfassbarer Hattrick. Digga, habt ihr das gesehen? Der macht ihn einfach Rabona-mäßig. Ich komme nicht drauf klar. Aber geht da vielleicht noch mehr? Der hat Lunte gerochen. Der nimmt den Gegner komplett hops im Strafraum und macht sogar das vierte. Unglaublich. Und Maguire kann noch mal entzünden. Okay, ja, alles geht dann auch nicht. Doch auch wenn Maguire nicht alles gelang, er hatte danach noch weitere gute Möglichkeiten und außerdem hat er noch 2 weitere Tore geschossen. Maguires Meme Dream Team hat die Partie mit 6-2 gewonnen. Harry Maguire hat alle 6 Tore geschossen, ein 10,0er Rating bekommen und das Ganze natürlich mit einem Sü ordentlich gefeiert. Na, Freunde, wir hatten so viel zu lachen, komm. Ich mach trotzdem die Bestrafung. Mit dir noch weiter was zu lachen. Boah, ist das eklig. Wenn dir dieses Video gefallen hat, wirst du auch bei dem Spaß haben, also hier klicken. Jetzt gleich angucken. Boah.